Hallo meine Lieben, Ich bin jetzt wieder da aus meinem Lieblings-Spa Azzaro in Ibiza. Da hinten könnt ihr die Orangenbäume sehen und den Pool und das Vögelgezwitschere. Und mir fällt jetzt nochmal zum Thema Rituale. Ich werde jetzt eine ganze Serie zum Thema Rituale machen, Morgenrituale. Denn wie wir den Tag anfangen, so kann er dann auch bleiben. Und zwar bewusst und mit Leichtigkeit. Und dazu fällt mir ein Ritual, noch ein weiteres Ritual ein, das ich jeden Morgen mache. Ich stehe auf, mache das Fenster auf, atme ein paar Mal tief ein und aus, bin erstmal richtig dankbar für mein Leben, dafür, dass ich aufgestanden bin und wach bin, lebendig bin. Und dann setze ich mir warmes Wasser zum Wärmen auf und drücke dann eine halbe Zitrone aus in einem Glas, fülle das mit warmem Wasser auf. Es darf auch ruhig einmal kurz kochen und dann auskühlen lassen oder kaltes Wasser dazu füllen. Und dann tue ich einen halben Löffel Teelöffel Kurkuma rein und eine Prise Cayennepfeffer und trinke dann das Ganze schön durchgerührt auf dem nüchternen Magen. Und ich versuche wirklich fast jeden Tag erst nach 16 Stunden nach der letzten Mahlzeit wieder was zu essen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel abends um 8 Uhr das letzte Mal gegessen habe, bis 8 Uhr in der Früh sind 12 Stunden plus 4 sind es dann um 12 Uhr mittags. Also wenn ich abends um 20 Uhr das letzte Mal gegessen habe, esse ich am nächsten Tag um 12 Uhr erst wieder was zum Mittag oder zum Frühstück, wie auch immer. Es kann auch ein Brunch sein. Und dann, wenn du das aber, nachdem du das Getränk, dieses basische Getränk getrunken hast und dein Magen und dein Verdauungsapparat mal komplett ruhen lässt, dann kommt deine Verdauung wirklich in Schwung und du fühlst dich ganz aktiv, du fühlst dich ganz wohl und wie gesagt, dein Darm kann sich auch mal entspannen und dein ganzes Verdauungssystem. Ja, probier das einfach mal aus. Wenn du es nicht jeden Tag schaffst, dann mach es wenigstens 2 bis 3 Mal die Woche und du wirst sehen, wie du dich viel energetischer, viel wohler und viel leichter fühlen wirst. Außerdem sorgst du dafür, dass dein Körper komplett basisch wird. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem kleinen Ritual und bis zum nächsten Mal zu den nächsten Ritualen. Tschüss aus Azzaro, Ibiza. Adios.